Okay, Leute. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht. Und jetzt können wir die Arena machen. Jetzt ist es momentan 19 Uhr. Der andere Part wird gerade hochgeladen. Ich habe gesagt, der wird um 19 Uhr freigeschaltet. Aber das Rennen hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Naja, ich werde deine Pokémon einfrieren, sodass sie sich nicht bewegen können. Tja, Snowboarder. Lewis. Lewis! Ne, da gibt's doch so einen Typ bei Team Fortress 2. Lewis! Quatsch, nicht Team Fortress 2, Left 4 Dead 2. Was rede ich hier wieder für Müll? Ich nehme mal Woingenau und schaue, ob wir mit Woingenau irgendwas tun können, weil Igla war in dieser Eisarena ist falsch, weil es gibt hier auch Wasser. Und also weil die meisten Eis-Pokémon zusätzlich noch Wassertypen sind. So, jetzt hoffe ich, dass er mich mit einer Wasserattacke oder mit einer Eisattacke angreift. Und zwar Spiegelcape. Nein, Kopfnuss ist eine normale Attacke. Also gut, jetzt probier's mit Konter. Dieses kleine Jurob greife ich mit Kopfnuss an. Das ist aber nett von dir. Na los! Oh, Spezial. Zieht so wenig ab, weil unser Woingenau so viel KP und Verteidigungspunkte hat. Jawohl, jetzt greift Spezial mit Spezial an und jetzt sagt, kontern wir mit Spiegelcape. Ja, zieht auch mehr ab. Und er probiert es nochmal. Soll mir recht sein. Übrigens wird es den Part wahrscheinlich auch, also diesen Part wird es wahrscheinlich später geben als 8 Uhr oder als 20 Uhr. Ja, weil er wahrscheinlich auch wieder so lange zum Rennen braucht. Das habe ich falsch, völlig falsch eingeschätzt, die Renderzeit. Naja. Schwamm drüber. Jurob. Ich lasse mal Woingenau draußen, vielleicht klappt es ja ganz gut. Dieses Jugon kann wahrscheinlich Erholung. Na los, greif mich mit einer Aurora-Strahl-Attacke an. Nicht mit Kopfnuss, mit Aurora-Strahl. Aurora-Strahl. Dankeschön. So, jetzt musst du nur noch überleben. Boah, nice. Und jetzt, ich glaube, das wird ein One-Hit-Kill, würde ich behaupten. Na, fast. Gut, jetzt wechsle ich. Wobei, wenn man jetzt Abkühlungsboot einsetzen, kriegt kein Pokémon KP. Ich wechsle zu Evoli. Und greife Ruckzuck an. Ich hoffe, er setzt nicht Erholung oder sowas ein. Okay, Evoli, du überlebst es bestimmt. Ach, übrigens, schaut euch mal das Level an. Ich bin begeistert. Und Jurob hätten wir ausgenommen. So. Gibt auch die Menge Erfahrungspunkte. Jedenfalls für Woingenau. Und ich glaube, Evoli müsste das Jurob schlagen können. Na, ah, es zieht ja voll wenig ab. Ich glaube, ich sollte Ruckzuckhieb einen roten Schlag verwenden. Um ein bisschen die Verteidigung von Jurob zu senken. Oh Gott, hoffentlich zieht Aurora-Strahl jetzt nicht so viel ab. Ich will ungern meinen Evoli sterben sehen. Gut, ich setze mal ein paar Mal Ruckzuckhieb ein. Ja, gut, jetzt kennt er, jetzt können wir Ruckzuckhieb, Quatsch, Rutenschlag häufiger einsetzen. Und wenn es wieder aufwacht, setze ich Ruckzuckhieb ein. Okay, wir müssen die Runden zählen, Erholung zählt für... Ja, Erholung braucht zweimal Runden, damit das Pokémon wieder aufwacht. So, einen roten Schlag noch und dann greife ich an. Ja, es ist eh aufgewacht. Verdammt! Kein Volltreffer. Gut. Boah, weil ich habe gerade Pokémon gespielt, ne? Also Schwarz 2, wieder bei mir privat, ne? Da habe ich ein... wie heißt's? Elfhuhn
mit der Attacke Watteschild habe ich zweimal verwendet, war die Verteidigung auf 6 plus und dann hat mein Gegner einen Volltreffer gelandet. Mein Elfhund war sofort tot. Und ja, das hat mich das gerade erinnert, vielleicht, dass es dann Volltreffer wird und dass man Evoli dann stirbt und so. Naja, egal. So, aber was ich jetzt machen möchte, ich möchte Evoli trainieren. Das heißt, ich setze jetzt Evoli mal in erste Stelle. Wohin genau lasse ich mal den EP-Teil noch drauf? Damit es, damit es ein bisschen stärker wird. Und noch zäher im Kampf. Gut, gehen wir mal hier nach rechts. Sieh dir meinen Parallelschwung an! Nö. Skifahren, oder? Nee, doch. Wart ihr eigentlich schon mal Skifahren? Ich noch nie. Aber ich habe gehört, dass man sich beim Ski leicht verletzen kann. Ist wahrscheinlich nur so, ja. Also, ich habe übrigens nur negative Erfahrungen mit Ski. Also, was heißt die Erfahrung? Ich war ja noch nie Ski. Aber ich habe viele Leute, ich kenne viele Leute, die waren Skifahren und die haben sich immer irgendwie verletzt beim Skifahren. Also, keine Ahnung. Deswegen kommt mir so vor, als wäre Skifahren ein bisschen gefährlich. Kommt mir so vor. Wahrscheinlich stimmt es ja gar nicht. Vielleicht irre ich mich ja auch. Aber so kommt es mir halt vor. So, Hypnose. Alter, wie viel der Aurora-Streit uns am Apollo abgezogen hat. Das ist krank. Suicide! Das nennt man Suizid, Leute. Und jetzt wechsle ich zu Evoli. Und setze jetzt ein bisschen Sandwirbel ein. Während der Fluch Yugong weiter schädigt. So, noch einmal Sandwirbel, damit schön die Genauigkeit von Yugong runter sinkt, damit unser Evoli einigermaßen im sicheren Bereich ist. Weil ich befürchte, dass ein Aurora-Strahl unser Evoli kalt machen würde. Ja, es läuft ja ganz gut eigentlich. Noch einmal und dann ist es Yugong down. Und es pennt weiterhin. Okay, das war's für Yugong. Und Evoli bekommt die volle Erfahrungspunkteanzahl, wenn man davon absieht, dass irgendwie noch was bekommt, aber egal. Nein, jetzt bin ich weggerutscht. Und hast du das Knie verletzt? Oh mein Gott. So, war ein weiterer Eistrainer. Diese Pokémon-Arena hat einen rutschigen Boden. Das ist doch lustig, oder? Aber wir sind nicht hier, um zu spielen. Doch, das sind wir. Ich mag diese Arena. Snowboarder. Wart ihr schon mal snowboarden? Ich ebenfalls noch nicht. Würde ich eigentlich auch nie machen wollen, weil es kommt mir irgendwie so gefährlich vor. Keine Ahnung, ich habe noch nie Snowboarder gesehen, aber ich glaube, das ist ein bisschen, ja, gefährlich, ne? Also Extremsport halt, ne? Und ich habe mir schon, wusstet ihr, dass ich mir überlegt habe, einen Kaifel-Stil zu tun? Also Quiekel, die Entwicklung von Quiekel ist Kaifel, muss man wissen. Und Kaifel entwickelt sich in der 4. Generation zum Marmortel. Naja, vielleicht nehme ich es in der 4. Generation, in der Perle-Edition, so ein Marmortel oder so. Mal sehen. Gut, das ist ein Level-Up für Evoli. Level 28. Und Level 29 für Wingenau. Gut, er hat ein weiteres Quiekel. Quiekel ist anfällig gegen Wasser, weil es ja ein Boden-Pokémon ist. Daher setze ich gerne Wasser-Pokémon gegen Quiekel ein. Aber in dem Fall ziehe ich es vor, mein Evoli gegen dieses Quiekel anzutreten. Lassen, damit Evoli ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Wir wollen ja schließlich, dass es sich entwickelt, ne? Gut, das war's für Kuno. Siehst du jetzt, wie ernst ihr es meint? Ja, ich sehe, wie ernst ihr es meint. Ihr verliert gegen mich. Ich kenne Norberts Geheimnis. Und das wäre... Hat er eine Freundin? Nee, ich glaube nicht, der ist ja ein alter Sack. Egal. Snowboarder Georg möchte kämpfen.
Ein Muschas! Hallöchen, PureTechD! Ich sag nur, Team Rocket Let's Play. Wieder Schleichwerbung mal wieder. Was auch sonst. Ich mutiere langsam wirklich zu mehr Tutorial, ohne Scheiß jetzt. Ich wette so in 10 Jahren, wenn ich so mehrere Let's Plays durch habe, dann werde ich sagen, hey, das erinnert mich voll an das so und so Let's Play. Er schützt sich mit einem Panzer oder mit seinem Panzer, whatever. Aber es ist mir gerade völlig egal, ich greife einfach weiter an. Angriff ist die beste Verteidigung. Oder vielleicht auch, nicht. Komm schon, Evoli. Okay. Ich habe vergessen, dass Evolis zäh sind oder beziehungsweise auch die Entwicklungen von Evolis. Es gibt keinen Grund, verwirrt zu sein. Nein! Warum tut sie sich selbst verletzen, du scheiß Emo? Alter. Sollte sich das Blatt vielleicht wenden, Evoli? Ich glaube, wir müssen auch mal wieder ein Wörtchen miteinander reden. Kommen Sie nach dem Let's Play-Part in meinem Büro. Okay, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du dich selbst verletzt, hast du es verdient. Okay. Fick dich, Evoli. Okay, jetzt dann muss ich mal ein größeres Geschütz auf einsetzen. So, das ist ein Nurzuki. Nimm dir ein Beispiel an Iglava, Evoli. So, Level 29. Jetzt hoffe ich, dass du Flammenrad erlernst. Immer noch nicht. Boah. Oh, Austausch. Verdammt, was machen wir jetzt? X-Pass wäre dumm. Garados, ich weiß nicht. Wohin genau? Hilf mir! Hallo, PureTechD! Wohin genau? Du musst mir helfen, Mann! Meine Krawatte ist böse und sie wird mich töten! Spiegelcape! Nein, ich schon wieder Verwirrung! Oje, oje! Diese Arena hat's in sich! Okay, jetzt, ich gebe dir noch eine Chance! Ich bin ja so großzügig. Ich gebe jedem Pokémon eine Chance. Ja gut, er hat uns nicht angegriffen, daher... Nein, Schutzschild. Jetzt komm schon. Ah, nicht selbst verletzen. Boah. Ja komm, Austausch, greif mich an. Du sollst dich nicht schützen, du sollst angreifen. Und du verletzt dich nicht selber, ja? Ey, wohin genau hat sich bis jetzt noch nicht selbst verletzt? Hör auf, dich zu schützen, Mensch! Du musst auch mal angreifen! Austausch, danke! Wurde aber auch Zeit, dass du mich angreifst, Mann! So, das zeige ich jetzt heim! Tja, da hilft dir dein Panzer nichts! Jetzt schützt er sich gegen einen Boeing genau. Was nicht angreifen kann, außer durch Konterattacken. Na los, du musst angreifen. Nicht schützen, du sollst angreifen. Ich buchstabier's dir. A, N, greifen. Gut, danke. Okay, Boeing genau, jetzt macht es Austausch Platz. Ganz einfach, so. Okay, wieder Erfahrungspunkte für wohin genau. Und jetzt kommt das letzte Pokémon von ihm, Muschas. Mann, der Part wird länger als ich dachte, oder beziehungsweise die Arena dauert länger als ich dachte. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich das in einem komplett neuen Part machen soll. Anstatt es in einem Part zu machen. Ja, ich glaube, das mache ich in einem neuen Part. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger, als ich mir gedacht habe. Nein, nicht schon wieder Verwirrung, ey, ich hasse Muschas. Streck mir nicht die Zunge raus. Nein, jetzt verletze ich mein selbst. Evoli wollte ich sagen, ja. Jetzt reicht's mir, jetzt werde ich zornig. Spüre den Zorn von Yanka EP in Form eines Garadoses. Gut, und weil ich gerade so wütend bin, greife ich mit Drachenmut an.
Scheiß Verwirrung, 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 ja, Scheiß Verwirrung. Ey, langsam werde ich sauer. Na, bin ich jetzt eh schon. Das heißt aber, nicht selbst verletzen. Alter! Garados! Du machst mich wütend! So, ich gebe dir noch eine Chance. Danke! Boah, dies ist keine Drachenwut, das ist eine Yanka-Wut! Yanka-LP-Wut! So! Boah! Scheiß Garados, ey! Okay, Georg ist down, da bin ich vielleicht provoziert. Okay, ich verrate dir Norberts Geheimnis. Das Geheimnis von Norberts Kraft. Er meditiert täglich unter einem Wasserfall, um Geist und Körper zu stärken. Wow, genau das wollte ich wissen. Ich bin fasziniert. So, ich glaube, das war sogar der letzte hier in der Arena. Ich schaue nochmal nach, ob es noch irgendwo, ja, ich glaube, die mittlere, wobei, nee, die haben wir, glaube ich, schon, oder? Nee, die haben wir noch nicht. Um zu Norbert, unserem Arenenleiter, zu gelangen, musst du denken, bevor du loslegst. Ich habe keine Lust, ich habe keine Lust zu denken, ich muss lenken. Oder wie sagt der im Film, im Simpsons-Film? Oh, oh Gott. Hallo, meine imaginäre Freundin. Ah ja, da gibt's ja eine Sauspark-Folge. Da gibt's ja eine Pokémon-Folge. Die wurde initiiert in den USA, weil Rosanna ein schwarzes Pokémon ist. Also kein Scherz, es wurde wegen Rassismus. Die Pokémon-Folge wurde wegen Rassismus, ja, gesperrt, sag ich mal, weil Rosanna schwarz ist. Das ist doch ein Witz, oder? Warum zensieren die Amis sowas? Weiß schwarz ist oder was? Ey, die sind doch selber Rassisten, die Amis, ich schwör's euch. Die sagen, die nennen uns deutsche Nazis und beschweren sich, wenn man, ja, wenn man zu ihnen irgendwie was sagt, keine Ahnung. Ich provoziere aber die Amis, das ist auch der Grund, warum ich die nicht so mag. Die nennen uns Nazis, obwohl sie selber Nazis sind. Egal. Alter! Nein, ich reg mich jetzt nicht auf. Ich bin ja schon so gut gelaunt, ne? Ich reg mich jetzt nicht auf, ich bleib ganz cool. Cool bleiben. Rosanna, lass das! Wach auf, Iglava, Mensch! Ach, jetzt macht der Hund da draußen schon wieder rum, ey! Jetzt aber, wach auf! Boah, wer ist jetzt nicht aufgewacht, ich schwör's euch. Kein Todeskuss, danke. Na, er tötet es lieber. Alter, ein Feuer-Pokémon wurde von einem Eis-Pokémon gekillt. Super. Also gut, jetzt haben wir noch unser X-Bart als Alternative. X-Bart, beiß ihn nieder. So. Was sagen, das ist ein Psycho-Pokémon, daher war der bisher effektiv. Beim Skifahren wurde ich noch nie geschlagen, oder würde ich dich nie gegen dich verlieren. So, jetzt heilen wir unser Pokémon und machen den Arena-Kampf gegen Norbert. Erstmal noch schnell, bla bla bla. Gut, dass wir die Speed-Taste haben. Ja, ihr merkt, wie gut gelaunt ich jetzt bin. Ja. So, hoffentlich weiß ich noch den Weg. Es ist lange her, seitdem ich dieses Rätsel letztens gemacht habe. So, dann so und dann so. Ja, genau. Einfach nur ein bisschen rumprobieren, dann geht es schon. So, Norbert, du alte Sau. Pokémon machen in ihrem Leben viele Erfahrungen. Genau wie Menschen. Auch ich habe in meinem Leben viel gesehen und erlitten. Da ich der Ältere bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen,
bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde meine Macht demonstrieren. Also gut, Norbert. Ein Jurob. Okay. Hey, der hat mehrere Jahre Pokémon trainiert und trotzdem haben nur seine Level, seine Pokémon Level 27. Und was er in 70 Jahren oder so geschafft hat in seinem Leben, haben wir in 7 Monaten geschafft. Naja. Okay, gegen Jurob. Oh Gott, gegen Jurob bin ich ein bisschen aufgeschmissen, weil wir nichts gegen Jurob haben. Wir haben ja keine Pflanzenattacke. Ich probiere es mit Ruin genau und schau nach, ob es funktioniert. Eissturm. Oh, sogar ein Volltreffer. Nein, meine Initiative sind aber scheiß drauf. Ruin genau zieht er eh immer den zweiten Angriff durch. So, Spiegelkelb. Ja, jetzt ist das, was ich meine. Stärkere Trainer greifen eigentlich nur an und das können und den Vorteil kann unser Ruin genau für sich nutzen. Denn ja, er kann sich immer wieder verteidigen, wenn er angegriffen wird. Und je mehr KP er verliert, desto mehr KP verliert der Gegner. Mann, das wäre mies, wenn Ruin genau Geduld könnte. Das wäre super mies. Erholung! Das ist meine Taktik. Ich setze immer Erholung ein. Das Erholung ist halt so eine Taktik, die setze ich in meinem Pokémon Schwarz und Weiß immer ein. Also gut, was machen wir jetzt gegen Erholung? Welche Attacke ist der effektiv? Apollo mit Spukball, ich weiß nicht. X-Ball ist die stärkste Attacke. Die Fliegenattacke, egal, ja, das ist Drachengut. Iglava ist Kopfnuss. Ich probiere es mal mit Iglava. Ich glaube kaum, dass Jurob mit einer Wasserattacke angreift. So, Iglava, enttäusch mich jetzt nicht nochmal. Du hast ja vorhin gegen einen Wasser-Pokémon verloren. Jetzt musst du dir deine Schande wieder oder deine Ehre wieder zurückverdienen. Ich hoffe, dass dieses Jurob jetzt zurückschreckt wegen der Kopfnussattacke. Ah, er macht auch dasselbe. Mann, stell ich mal die zwei vor, die sie jetzt gerade kämpfen. Zwei Kopfnüsse. Hey, du bist dran! Du bist dran! Dann werden die so dumm wie der Team Rocket in der... Ja, im Geheimversteck im letzten Part. So, Level 30 für Ruin genau. Jetzt kommt ein Yugong. Da benutze ich wieder Ruin genau. Hallo! Also gut, ich verwende jetzt einfach mal die Spiegelkelb-Attacke. Hoffentlich zieht es eine Menge ab, dann wäre es ein One-Hit-Kill vielleicht. Ja, das wird ein One-Hit-Kill, vermute ich mal. Wobei, Yugong hat viele KP, weiß nicht. Ja, geil, One-Hit-Kill, sehr schön. Boah, jede Menge Erfahrungspunkte auch. Und jetzt kommt sein Master-Pokémon, Keifel. Gut gegen Keifel, ich weiß nicht. Ich glaube, der setzt Erdbeben ein. Ich probier's mit Konter. Okay, er setzt Weißnebel ein. Ich glaube, das verändert, das schützt vor Statusveränderungen, oder? Ja, kann sein. Jawohl, er greift mich mit einer normalen Attacke an. Ich habe zwar erwartet, dass er mit Erdbeben angreift, aber er greift mit Furienschlag an. Ach, zieht nicht ganz so viel ab. Scheiße, Blizzard, habe ich ganz vergessen. Nein! Okay, wohin genau, das war's. Das war's. Eiskalt setzt der Blizzard ein, ich glaub's nicht. So, Abgangsbund. Dann kriegt zwar niemand Erfahrungspunkte, aber darauf kann ich verzichten, ehrlich gesagt. So, ich glaube, das war's für seinen Keifel und für uns wohin genau. Zieh ihn mit in den Tod, wohin genau. Das kriegt zwar keine Erfahrungspunkte, aber egal.
Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du allen Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Du bist dieses Ordens würdig. Dankeschön. Eisorden. Dieser Orden hebt den Spezialwert deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Wie echte Strudel? Gibt's auch falsche Strudel? Egal. Und dies ist ein Geschenk von mir. Das ist die TM Eissturm, die wir vorhin gesehen haben. Blizzard wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Diese TM enthält Eissturm. Sie verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit. Sie stellt die Härte des Winters dar. Okay, gut, dann verlassen wir die Arena, sprechen wir noch den Typen an. Norbert ist nicht übel, aber du bist noch besser. Das war ein heißer Kampf, der die Kluft zwischen den Generationen überwunden hat. Gut, jetzt schauen wir uns die Orden an, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt fast alle Orden. Wir haben den Flügelorden, wir haben den Käferorden, wir haben den Basisorden, glaube ich. Wir haben den Phantomorden, den Faustorden, den Stahlorden und den Eisorden. Fehlt uns nur noch der Drachenorden oder wie der auch heißt, keine Ahnung. So genau weiß ich das jetzt nicht. Gut, verlassen wir die Arena. Und da ruft uns jemand an, Professor Lind, was will der? Gold, wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil etwas Merkwürdiges mit dem Radiosendung geschieht. Ja. Sie redeten über Team Rocket. Gold, weißt du etwas darüber? Vielleicht feiert Team Rocket ein Comeback. Nein, das kann nicht sein. Sorry für die Belästigung. Pass auf dich auf. Wie Team Rocket? Okay, hören wir uns Team Rocket Radio an. Na komm, Team Rocket Radio, bitte. Ah. Wir sind Team Rocket. Nach 3 Jahren Vorbereitung sind wir bereit für unser Comeback. Giovanni, hörst du uns? Geschafft! Wo ist unser Boss? Hört er uns? Hört er zu? Ja. Gut, das kommt noch dasselbe. Gut, was Team Rocket vorhat, erfahren wir im nächsten Part. Den gibt's am Montag gibt's den. Ja, bis dann. Ciao.